Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ja, ist jetzt wieder ein Weilchen her, wo ich das letzte Mal hier gezockt hatte. Aber wir können mal schauen, was hatten wir eigentlich letztes Mal gemacht? Almanach, irgendwas für Korkalom, dann Ulbiets Lagerschuppen und Rezepte Sekte. Das müssen wir auch noch machen. Eigentlich können wir dann auch rüber hier ins Insektenlager. Hier haben wir ja auch die ganzen. Ja, wir haben hier die Schläger ausgeschaltet. Die gibt es hier nicht mehr, den Reislord auch. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht unser Spielstand hier auseinandergenommen, so dass wir nicht mehr weiterkommen können, weil der Reislord nicht mehr existiert. Und ja, dafür gehen wir jetzt einfach mal hier in Richtung Insektenlager, Sumpflager oder Insektenspinner, wie die hier auch gerne genannt werden. Und schauen da mal. Beziehungsweise, warte mal, haben wir. Wollte schon eh Früher irgendwie ist Inventar. alles anders gelaufen. Haben wir hier noch irgendwas zum Sonst Braten? Haben wir hier noch ein muss bisschen alles rohes gehen. Fleisch? Aber bald für dich, was nicht gleich jeder wissen. Ah, wir können hier eigentlich noch weiter verkaufen. Hier. Früher, du siehst aus, als wenn du etwas Sumpfkraut haben wolltest. Hast du was? Das wird Ich schnell. nehme einen Stängel für 10 Erz. Kannst jederzeit wiederkommen, Bruder. Ja, Ich ich dachte, würde das sagen, wird wir schon verkaufen mal eine weiter. lange Geschichte. Dann glaube ich, macht mehr Sinn, wenn wir denen hier lieber das alles verkaufen. Willst du etwas Sumpfkraut? Ich gebe dir 10 Erz dafür. Hier. Wenn du mal wieder was loswerden willst, komm zu mir. Ja, ich. So. Nehme hier auch noch. So, und hier auch noch ein bisschen Sumpfkraut. Ich habe ein bisschen Sumpfkraut dabei. Willst du was? Klar, hier sind 10 Erz. Gib her. Wenn du mal wieder was hast, komm vorbei. Ja, mach ich. Boah, ich glaube es. Stimmt, wir wollten hier den ganzen Sumpfkraut noch verkaufen. Den können wir nichts verkaufen. Der sieht aber aus, als würde er was rauchen. Hi, ich bin neu hier. Hi, ich bin neu hier. Und? Willst du mich nicht aufhalten, mich fragen, was ich hier will oder so? Willst du mich nicht aufhalten? Mich fragen, was ich hier will oder so? Nein, ist mir zu viel Stress. Außerdem kann einer wie du sowieso nicht viel Schaden da drin anrichten. Und was machst du hier? Was machst du hier? Wonach sieht's denn aus? Ich rauche mir an. Wenn du denkst, ich lass dich mal ziehen, vergiss es. Wie sieht's drinnen aus? Das Übliche. Ruhig, bis auf ein paar kleine Schlägereien. Ja, okay. Gut, dann gehen wir lieber noch mal rein. Dem haben wir schon verkauft, ne? Ja, ich habe total vergessen, was ich jetzt in der letzten Folge alles machen wollte oder gemacht habe. Okay, Lefty und den Schlägertypen können wir jetzt aber nichts mehr verkaufen. Boah, mal gucken, wen wir hier noch alles verkaufen können. Den Bauern aber eher nicht. Denke ich eher nicht. Aber stimmt, in der Mine da oben, da gibt es noch welche. Und hier dem. Ich habe Sumpfkraut dabei. Willst du was? Warum nicht? Gib mir was für 10 Erz. Frag mal ein paar von den anderen Jungs, die wollen sicher auch was. Ja, das machen wir. Hier dem da auch auf jeden Fall. Ich habe Sumpfkraut dabei. Willst du was? Warum nicht? Gib mir was für. Frag mal ein. Ja, Text ist immer der gleiche. Hier Jarvis bestimmt auch. Okay, Pass auf Jarvis deinen will. Rücken auf! Ja, Jarvis will nix. Okay. So. Gibt's hier noch welche? Oben bestimmt, hä? Wir verkaufen denen allen das. So, da haben wir noch mal einen. Hier, Sumpfkraut. Ich habe Sumpfkraut dabei. Willst du was? Warum nicht? Frag mal. Ui. Wie viel Erz haben wir jetzt gemacht? 3380 haben wir insgesamt. So.
so? Nee, das lassen wir mal. Hier gibt es bestimmt... Ja, hier ist noch einer. Hier, ich habe hier Sumpfkraut. Willst du was? Willst du etwa Sumpfkraut? Gib her. Hier, 10 Erz. Wenn du wieder mal was... So, dann einmal oben vielleicht noch gucken, ob da noch jemand ist. Hier ist die Leiter. So, und hoch. Da müsste doch wenigstens einer sein. Nö, hier ist keiner. So, und so. Achso, das ist das Haupttor. Ich wollte schon sagen, was sind da? Da sind ja noch ein paar Leute, aber nee, das sind Jarvis und so. Den haben wir ja schon was verkauft. Gibt's hier hinten noch jemanden? Sieht eigentlich eher nicht so aus, als ob hier noch jemand wäre. Nee, hier springen wir lieber nicht rum. Dann gehen wir mal lieber zur Mine und schauen da mal, ob wir da noch irgendwem was verkaufen können. Wie viel haben wir noch an Sumpfkraut? 18. 18 Sumpfkraut haben wir. Hier den Jungs haben wir schon alles verkauft. Aber hier geht es ja zur Mine. Da wollen wir noch verkaufen. Die brauchen ja schließlich auch noch Sumpfkraut. Ja, hier zum Beispiel. Willst du etwas Sumpfkraut? Hier. Willst du etwas Sumpfkraut? Gib her. Hier, 10 Erz. Wenn du wieder mal was hast. Jo. Den anderen auch noch. So. Willst du etwas Sumpfkraut? Gib her. Hier, 10 Erz. Wenn du wieder mal... So, und was mit dem da? Kort. Okay. Dem können wir nichts verkaufen. Alles glauben. Hier sind die nur noch welche. Zumindest hat man das gehört. Okay, keine Ahnung wo. Aber wir suchen die nochmal weiter. Hören tut man die auf jeden Fall. Bestimmt hier oben irgendwo. Nein, das habe ich jetzt nicht drücken wollen. Genau, alt war das. Jo! Bringt er erstmal da so durch. Oder doch nicht? Ich höre nicht mehr auf das Gefahren. Man darf ja auch nicht alles glauben, was man hört. Solange ich damit nichts zu tun habe. Hier ist niemand, aber man hört die. Das sind irgendwelche Geister bestimmt. Okay. Geister finden wir halt nicht. Geistern kann man auch nicht verkaufen. So. Oder die sind irgendwo festgebackt oder reingebackt. Kann auch sein. Ich höre die ganze. Ach nee, hier drunter ist ja. Ist ja die Siedlung von denen, oder nicht? Vielleicht sind die da in der Siedlung. Vom neuen Lager. Da drunter und am Labern und die hören wir. Kann ja sein. So, aber da sind wir jetzt in der Mine. Jetzt gleich. Und es fängt an zu regnen. Okay, hier sonst nichts.
Außer, soll das eine Pfütze sein oder ein Grafikbug? Ich bin mir da nicht sicher, was das ist. So, da haben wir wieder welche. Den können wir noch was verkaufen. Ich muss weiter. Ich muss weiter. Dann geh mal. Können wir hier nichts verkaufen? Wie sieht es mit dem aus? Ich kann hier nichts verkaufen. Dem Anschein nach. Okay. Dem auch nicht. Kann ich den was verkaufen? Den Schürfern kann ich hier auch nichts verkaufen. Kann ich da mal vorbei? Okay, dann gehen wir mal zurück. Wenn ich hier nichts verkaufen kann, dann ist es schade. Aber dann lohnt sich's hier nicht. Hatte jetzt kurz gehofft, dass man denen hier auch noch was verkaufen kann. Naja, aber egal, dann ist es halt so. Dann können wir denen halt nichts verkaufen. Und dann gehen wir halt zurück. Und dann halt in der Hauptsiedlung von denen. Vom neuen Lager. Wir werden auf jeden Fall noch einen zweiten Durchlauf hier machen, aber wahrscheinlich eher einen Stream auf Twitch. Wo wir dann mal auch die Wasser, also das neue Lager mit den Wassermagiern und das Sumpflager mal ausprobieren. Einen zweiten und einen dritten Durchlauf. Dass wir alle Seiten mal gesehen haben. Aber hier für das Haupt-Let's Play habe ich schon vor, hier dem alten Lager und mit den Feuermagiern mehr zu tun zu haben. Aber die anderen beiden Seiten werden wir auch nochmal ausprobieren. Aber das dann wahrscheinlich eher im Stream. Wird wahrscheinlich dann nicht auf YouTube vorkommen. Aber ja, dann gehen wir jetzt einfach mal wieder zurück. Und gucken, ob wir da den Jungs und Mädels wieder was verkaufen können. Wir haben ja jetzt noch 16. 16 Leute müssten wir noch irgendwo finden können, oder? Kann doch nicht so schwer sein, meine ich. Den drei haben wir schon. Und dann hier nochmal. 16 Leute. Komm, wir fangen hier oben an. Hier sind wir mal 5. Oh, wahrscheinlich ist durch. Passiert noch nicht nochmal. Nee, nochmal irgendwie was verkaufen kann ich jetzt nicht. Aber wir können die Pfanne mal nutzen. 1, 2, 3, 4. Und das war's. Müssten wir vielleicht irgendwie einmal hier die Nacht durchmachen? So. Bis zum nächsten Morgen. Du hast geschlafen und bist ausgeruht. So. So, kann ich jetzt wieder verkaufen? Ja, jetzt kann ich nur das verkaufen. Ich habe Sumpfkraut dabei. Willst du was? Warum nicht? Gib mir was für 10 Erz. Frag mal ein paar von den anderen Jungs, die wollen sicher auch was. Ja, werde ich machen. So, dem da auch. Hier, Sumpfkraut. Willst du etwa Sumpfkraut? Gib her. Hier, 10 Erz. Wenn du wieder mal was hast, du weißt Bescheid. Ja. Ach, Gorn können wir ja nichts verkaufen. Aber oben nochmal. 14 haben wir jetzt noch.
So, jetzt. Jetzt musst du erstmal was für eine saufen. So, Sumpfkraut. Willst du etwa Sumpfkraut? Gib her. Hier, 10 Erz. Wenn du wieder mal was hast, du weißt Bescheid. Ich weiß Bescheid. Boah, ich hoffe, diesen Job können wir öfters mal machen. Ich hab Sumpfkraut dabei. Warum nicht? Frag mal ein. Das scheint irgendwie die effektivste Methode zu sein, um hier Geld zu verdienen. Also Erz. Willst du etwa. Gib her, wenn du wieder mal. Torloff? Söldner. Willst du. Gib her, wenn du wieder mal. So, dann haben wir jetzt noch 10. Passt. Also 100 Erz kriegen wir noch. Blade können wir ja was verkaufen. Willst du etwa so. Gib her, wenn du wieder mal. Alles Junkies hier. Sumpfkraut-Junkies. Ich hab Sumpf. Warum nicht? Frag mal. So. Hier Wolf, den können wir auch noch was verkaufen, oder? Ach nee, dem konnte ich jetzt nichts verkaufen. Stimmt. So, aber der. Ja, jetzt erstmal saufen. Ist wichtig. Du siehst aus, als wenn du. Hast du was? Kannst jederzeit. Jo. Der hier noch? Du siehst aus. Hast du was? Kannst jederzeit. So, dann. 6 haben wir noch. Hier, der. Der sieht aus, als würde er auch noch haben wollen. Ich habe ein bisschen Sumpfkraut dabei. Klar, hier sind. Wenn du mal wieder. Verlass dich auf jemanden. So, hier auch nochmal. Bitte. Ich, wenn du mal. Wenn du meinst. Das ist wirklich nicht mein Problem. Und den da. Du siehst aus, als wenn. Hast du was? Kannst jederzeit. Aber behalt's wirklich. Ich will den. Putsch. Der will doch auch so ein Kraut, oder? Lass uns lieber über was anderes reden. Wir haben gar nichts dazu. Nee, der will kein kein Butschkraut. Kein Sumpfkraut. Wedge aber bestimmt, ne? Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Nee, Taschentiefenthal brauche ich jetzt nicht. So, wie sieht's aber hier aus? Lernpunkte habe ich jetzt gerade 0. Stärke sind wir schon mal auf 40, Geschick auf 30. Mana immer noch, haben wir so gut wie nix. So. Aber dem können wir was verkaufen. Ich hab ein. Klar, wenn du mal wieder. So, wie viel haben wir noch? 2. 2 können wir noch verkaufen. Nicht besonders. Der will bestimmt auch noch was ins Kraut. Der raucht das ja schon. Nee. Ich glaube. So, du willst doch Sumpfkraut haben. Willst du etwas Sumpfkraut? Ich geb dir, wenn du. Und hier. So, und der letzte. Willst du etwas Sumpfkraut? Ich geb, wenn du mal. So, perfekt. Alles verkauft. Können wir eigentlich auch wieder gehen? Beziehungsweise ich mache jetzt einmal ein Safe Game, da wir das jetzt alles verkauft haben. So, was haben wir noch übrig? Erfüllte Missionen haben wir hier schon einiges. Der Kräuterverkauf. Aufnahme Sumpflager und Aufnahme neues Lager haben wir gescheitert. Okay. Sonst haben wir hier alles. Ulberts Lagerschuppen. Ulbert ließ sich sehr leicht vom Lagerschuppen weglocken. Er scheint nicht gerade der Hellste zu sein. Ja, aber das lassen wir mal sein. Wir sind ja auf der Seite, also jetzt fürs Erste, auf der Seite hier der, des alten Lagers und was sonst? Einmal nach. Wir sind wieder im Sumpflager. Talas ist der größte Drückeberger, den ich kenne. Ich werde das Buch selber zu Korkalom bringen. Ja, bringen wir das an Korkalom. Anderes haben wir ja jetzt nicht. Also nicht offen. An Quests.
was jetzt groß zu machen ist. Und wer weiß, vielleicht locken wir damit Korkalom auch noch von den Truhen weg. Und dann können wir an das Rezept kommen für Dexter. Und viele Quests haben wir jetzt auch nicht offen. Oder wer weiß, vielleicht finden wir auch noch unterwegs noch ein paar Monster, die wir erledigen können. Wir können noch mal ein bisschen skillen. Wie viel brauchen wir denn noch? Nee, hier. Ja, okay, so noch 2920. Schade, dass wir aber gegen die Snapper noch nicht ankommen können. Obwohl, könnte eigentlich sein. Ich weiß es nicht. Oder gegen die anderen Viecher. Hier gibt es ja noch ein paar Viecher. Gegen die Minecrawler kommen wir auf jeden Fall schon mal gut an. Gibt es hier aber noch welche? Sind hier welche neu gespawnt? Irgendwie, irgendwo? Das wäre super. Scheint bisher nicht so zu sein, als wäre hier irgendwas neu gespawnt. Da unten habe ich irgendwas gesehen. Ah, Goblins. So. Ja, komm. So. Rostige Werte haben die. Jo, das nehmen wir noch mit. Wieder ordentlich was zu verkaufen. So, und was haben wir hier sonst noch? Zum Ausbeuten sehe ich jetzt hier nicht viel, außer da hinten die Lurker. Jetzt ist die Frage, was sind das jetzt für Lurker? Welche Gattung? Sind das normale Lurker oder diese anderen, diese Feuerdinger? Ah, okay. Alter, wie viele sind denn da? So, nochmal speichern. Da sind ein paar Salamander. Hier sind aber ordentlich noch Gegner. Ne, Varane. So. Die Varane kann ich jetzt nicht looten. Das sind aber sehr viele von denen. Machen wir aber nochmal ein Safe Game. Das sind sogar schwarze Goblins. Und dann auch nochmal welche. Wer von denen kommt? Am besten nicht alle auf einmal. Ja, komm. Alter, was? So, zu viele. Da sind zu viele auf einmal. Also gerade echt zu viele auf einen Schlag. Jo. Okay, so geht's auch. So. Am besten nicht alle auf einmal von denen. So, wer kommt denn von denen jetzt? Ja, das reicht.
So. Nagelkeule nehmen wir mit. So, was können wir fressen? Eben. Komm, wir gönnen uns mal das Brot. Und den Reis. Ja, wenn der mal schneller essen würde. So. Der nächste bitte. Was ist mit denen jetzt? Ja, das geht. So geht. Hey, was ist denn jetzt los? Alter, was? Warum kommen jetzt alle auf einmal? Das ist mir jetzt zu viel. Alle auf einmal, das geht nicht. Alle auf einmal, das ist mir doch zu viel. Ah, nein, 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 nein. Was ist mit denen? Schnell weg. Ganz schnell weg. Jetzt blute ich hier alles voll. Okay, das ist auch super so. Das ist auch so super. Boah, mir juckt die Nase. So, dann essen wir jetzt noch einmal. Ja, das passt so. Oh. Einen haben wir hier erledigt. Gibt's hier noch? Alter, hier ist alles voll mit Blut. So, da sind ein paar bereit. Wir machen mal so. Wer kommt denn jetzt? Oder wie viele? Da bin ich jetzt gespannt. Kommt? Ich warte auf euch. Da sind jetzt noch ein paar mehr bereit. Okay, das passt so. Gegen zwei. So, das geht so in Ordnung. Da sind noch vier. Nagelkeulen nehmen wir mit. Das waren aber auch schon viele. Jetzt, das sind doch zu viele. Und ich blute hier wieder alles voll. Doch ein bisschen Abstand sammeln zu denen. So, nochmal was futtern. Ist nicht gerade die mutigste Art, die ich hier mache. Aber die schlauste, würde ich sagen. So. Jo, Alter. Jo, und jetzt haben wir alle geschafft. Die ganzen Nagelkeulen wieder mitnehmen. So. Ja, komm, jetzt noch einmal futtern. Wir können auch die Dinger mal wegmachen.
Ja, das dauert aber auch länger. So. Dann gehen wir jetzt mal da rein. Gucken wir mal, was wir hier finden. Ein Schürhaken. Ein Trank. Ein Kochlöffel. Das war's. Wir sind jetzt nur deswegen hergekommen. Wo ist denn der Kochlöffel? Das ist doch nicht hier unter Waffen, oder? Nee. Ist der hier irgendwo? Da, Kochlöffel. Okay. Ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir weiter. Sehen zu, dass wir da in Richtung Sumpflager gehen. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!